Jo, fertig. Also wie gesagt, Steuersatz und so weiter würde ich gerne eigentlich noch mal verwenden. Ist doch schitten, ey. Was ist denn los? Kommt keiner mehr hier. Es läuft ein bisschen rau hier rum. Leute, kommt mal, schaut mal. Jetzt sind wir im Blick ja schon wieder Richtung Aufbau hier beschäftigt. Also, das Lager wollte ich eigentlich nochmal verwenden. Ne? Dazu muss man erstmal den ganzen Grind hier rausnehmen. Und hier sammelt sich ja immer Wasser. Habt ihr ja gesehen, was in der Gabel gestanden ist, ja, an Wasser? Ja, habt ihr ja gesehen. Furchtbar geplätschert hat es. So, jetzt haben wir hier das Lager drin. Jetzt hier gerade mal nicht raus, jetzt ein bisschen schade. Na, ich würde jetzt mal den Ring hier rausnehmen, der das Lager abdichtet. Industrielager, ich weiß, wartungsfrei kann man nicht machen. Doch, kann man. Industrielager haben auch nur diese Dichtung hier. Oben eigentlich auch unten. Lass mal sehen. Guck mal, ob wir das rauskriegen. Weil das würde ich gerne durchspülen und dann vollpressen mit Fett wieder. Weil, wie man hört, ist hier Grind drin. Hier ist Dreck drin schon. Kannst du einfach neu kaufen, aber das will ich nicht. Galtet mir. Schau mal. Oh. Schön. Und der Ring kommt wieder rein.
und nichts das mehr zu hören. Das ist eine Federjabel geworden, die ich hier einmal eingebaut hatte in so ein Vorführrad. Ich habe neu gekauft, eingebaut, Vorführrad, und seitdem lag sie dann hier und gammelte so vor sich hin, weil weiß. Das ist halt nicht unbedingt meine Federgabel. Weiß. Na, was neu? Und für Felgenbremse geeignet, ganz wichtig für mich. So. Vorbau. Erstmal fixieren. Vorbau nehme ich ein Hussefeld und XLC Lenker, ein bisschen dicker, ein bisschen fetter. Wenn schon. Hinterher alles ein bisschen sich säubern und dann ist gut. Voll verquatscht, der Lars war da. Der Gehörlose hier, war schwer hörgeschädigte, Gehörlose eigentlich. Kann aber auch nur mit Hörgeräte, mit starken Hörgerät hören. Zack, mit dem habe ich kurz kommuniziert draußen. Und dann haben wir noch einen Auftrag bekommen tatsächlich. Yay! Wer hätte das gedacht? Mal lasse ich das chubby eigentlich so ein bisschen ranzig? Oder baue ich das schön jetzt hier? Also, geht das schon wieder los, ey. Will der Tommy das schon wieder wissen, wa? Würden ja auch die weißen Felgen ganz geil zu passen, aber das sind halt keine Felgen für Felgenbremse. Das ist echt ein bisschen problematisch. Könnte man ja auch drüber wegsehen, weil so was. Das ist jetzt hier schon eine super Sahne Sondernummer. Lenkerin. Geile Meile. Moin Rede! So. Ach, die können wir drin lassen. Kann ich auch noch mal Pitlocks anmachen hier. Dann können wir den Test normal machen. Wie gesagt, hier ist ja so ein Sicherungsset drin, aber was eben gar nicht richtig taugt. Das haben wir. Erstmal sieht es ganz geil aus, bis auf diese Lachsfarbene da vorne. Das sieht so ein bisschen deplatziert aus. Aber mit dem weißen Stern und den. Das hat schon was. Hier diese schwarzen Rohre, der schwarze Lenker. So scheiße sieht es gar nicht aus. Jetzt noch weiße Bremshebel drauf. Jetzt sind ja die ganz billigen von Promax. Und am besten eine weiße Bremsanlage noch. Auch von Promax. Die ist ganz billig. Die kriegt man echt billig. Und fertig aus, und dann bremsen wir halt auf diesen. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, so ein bisschen hier auf diesen Disc-Felgen zu bremsen, ne? Weil das wurde ja bisher auch gemacht, hat ja auch für sich irgendwie funktioniert, aber geil finde ich das nicht. Das sind jetzt aber auch keine. Keine Specials oder so, also die sind schon ganz okay. Die Laufräder sind halt gut, die sind jetzt gar nicht so schlecht. Nicht ganz schlecht. Ich kriege ja Kotzen. Ey, ne. Oh Mensch. Ach du Scheiße. Was haben wir hier für eine Traumnarbe? Eine Willow-Stil. Wieder mal.
Wie du Stil nach, wenn ich völlig am Machen mache. Und die ist nicht mal alt, 2 Monate, sagt sie. Yay! Ja, sie sieht halt nicht mehr frisch aus, ne? Das Lager ist nicht mehr da. Ist nicht mehr so dralle. So, muss ich doch mal hier abräumen. Das da abräumen. Oh, was ich da mal hingestoßen. Herrgott. 17er. Haben wir ja schon oft hier noch gemacht, diese Velo-Stil-Narbe zerlegt. Und ein neues Inlay eingebaut und. Ab, weg. Abdeckkappe weg. Gleich. Gleich. Mensch, das ist ja nett. Hat er mir einen Quittungsblock gebracht. Hat zu ihm den Kunden gesagt, Mensch, ja, kannst du mir nicht mal einen Quittungsblock mitbringen oder so? Er wollte eine Quittung haben. Sei, wäre total nett. Und hat er gemacht. Super. Haben wir. Ja, Lager. Das einzig tatsächlich, das Lager ist kaputt. Na ja, gut. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, hier habe ich ja mein schönes Modell von dieser Velo-Stil. Ja. Und aus der nehme ich jetzt tatsächlich auch das Lager daraus. Dieses Lager brauchen wir. Yay. Hallo. Wo ist mein Schlüssel, wa? Oh.
Von Karton. Und? Ich hab dir so. Oh, oh. Ist ruhig, war. Oh, ist ruhig, ja. Regnet auch gerade draußen. Ja, hat es gerade auch nicht von. Ja, ist ruhig, aber es ist zu tun. Ja, ein bisschen. Bisschen hier, ein bisschen da. Jetzt keine großen Sachen. Nicht aufregend quasi. Aber immerhin. Hast du hier unten noch Paketband? Mhm. Pritzke ist nicht mehr da. Britzke ist nicht mehr da, wir müssen selber bestellen jetzt. Okay. Abdeckung. Ich muss hier heute in die Apotheke ohne Medizin noch einlösen. Bitte was? Medizin einlösen, wenn ich dann eher am Cottbusser Damm lang kann, bevor kann ich dir ja gleich im Cottbus. Du noch mit drin. Ja, das ist eine gute Idee. Ein Quittungsblock mit drin. Nee, ich hab jetzt zwei. Wo hast du die jetzt her? Ich hab einen Kunden beauftragt. Er wollte eine Quittung haben, ich sag, nein, musst du mir einen Quittungsblock bringen. Komm, er vor 21 Uhr nicht raus, hat mir zwei erbracht. Okay. Einmal einen selbstbeschreibenden und einmal einen mit Blaupapier. So, danke. Gut, aber dann. Nein, Altüter, also hat er gerne gemacht. Das war jetzt war ein langjähriger Kunde. Hey, nicht so hier, mach mal. Ich mach das für ein Scheiß. War schon gut. Na gut, ich geh mal. Ich muss mich auch jetzt gar nicht unterholen. Warte, echt? Warte, echt? Ja. Ja, nicht gemacht heute. Viel gemacht. Ja, ich habe auch viel gemacht, aber es ist also. Aber noch nicht alles. Das ist richtig ätzend. Na, bei mir ist das auch so. Ich komme ja ein bisschen jetzt. Ja, ich gehe mal hoch, ja? Hä? Wieso? Kein Schwein ruft mich an. Keine Frau, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Perfektion ist anders, aber sieht auch ganz gut aus. Es rollt. Es wackelt nicht mehr, fast nicht mehr. Also, ist von Hause aus ja nicht so geil, die Quali. Falls irgendjemand noch so einen Postenrücktritt haben, da, New Old Stock, das wäre der Hammer. So was bräuchte ich. So ungefähr 100, 500. 100 bis 500 Stück so. So, dann bauen wir das mal wieder ein, ne? Mit gutes Stück. Alright, ich keep on rolling by when no time it is. Achtung! Thank you.
Okay, knallt nicht mehr beim Treten, das war einfach und das ist erledigt. Mehr habt nichts zu sagen dazu. Okay, wie sieht's aus? Gucke. Oh, der Tommy ist ja so ein Depp. Na, hab ich dir doch gleich gesagt. Wieso zur Hölle mache ich diesen Vorwurf falsch rum ran? Abgelenkt. In dem Moment abgelenkt, wahrscheinlich. Mit irgendetwas. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Fällt mir jetzt auch auf. Okay. Also nochmal neu. Ab. Ab. Aber das ist ja nun kein Hit. Kein großer. Jetzt habe wieder Zeit für meine Sachen. Yay, müssen wir natürlich den Lenker auch wieder drehen, ist mir klar. Jetzt die ganzen. Ja, guck mal, der Idiot. Hülsefeld, Hülsefeld. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, was? 3. 1, 2. Okay. Und schwupps, schon ist er richtig rum. Yay. Was wollte ich jetzt zeigen? Und zwar wollte ich euch eine neue Klingel zeigen. Eine Klingel, die ich wahrscheinlich dann auch hier anbauen werde, die ganz gut passt, finde ich. Die gibt es jetzt irgendwie neu auf dem Markt. Ist von, sage ich euch gleich von was. Mounty. Mounty und nennt sich Thrilly. Von Mounty, die Thrilly kostet hier bei BBF 13 Euro knapp. Im Netz wahrscheinlich um die 9 Euro, weiß ich nicht, oder noch weniger. Auf alle Fälle ist das ganz, ganz geil, weil die ist schwarz mit weiß und die hat einen extrem genialen Klang. Will ich euch ganz kurz zeigen, wie ich die hier anbaue. Also so sieht sie aus. So hier mit diesem, ne? Ist ja ganz nett immer diese Verarbeitung so. Und jetzt werden wir die mal anbauen hier an das Ding. Auch wenn es eigentlich das letzte wäre, was man so tut. Der einzige Nachteil vielleicht bei dieser Glockengeschichte, sehe ich eben jetzt schon, ist diese Halterung hier unten. Dass die eben mit so Gummibändern gemacht ist. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Könnten ja auch eine vernünftige Verschraubung sein oder so. Aber Gummibänder, nee, nee, nee. Okay, dann schauen wir mal. Wir machen mal die Verpackung auf hier. Zack. Zack. Weg mit dem Ding, weg mit der Pappe. Installiert ist sie ja recht einfach. Hier kommt sie ran. Macht sie erst ein kurzes Band hier ran. Tada. Und dann nochmal lange. Oben drüber. Und fertig ist sie. Installiert. Ich finde, die sieht recht geil aus, die Klingel. Und jetzt zum Klang. Genial, oder? Nochmal. Hammer.
Was für ein Klang. Ich meine, alle würden denken, was ist das? Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von dieser Klingel, außer man macht ja, dreimal hintereinander. Ansonsten würden alle, wenn du einmal was machst, denken sie alle, mein Handy, irgendwas so. Der Klang ist ja wohl der Hammer. Genial, was die sich ausdenken, ja. Sounddesign ohne Ende. Finde ich gut, auf alle Fälle wollte ich euch kurz mal vorstellen, Thrilly von Mounty. Mit zwei Gummibändern hier befestigt, die klassische Befestigung. Nicht teuer, wie gesagt, 13 Euro im Maximalverkaufspreis. Oder UVP oder was auch immer. Ja. Im Netz wie immer günstiger. Kleines Video. Daumen hoch dafür. Gut, und jetzt weiter mit dem restlichen Aufbau. Also die Klingel bleibt auf alle Fälle schon mal dran. Die ist ja wirklich mal genial. Na, auch das Farbkonzept nimmt sie mit auf. Perfekt, passt. Jetzt Bremsen und Bremsen, Bremshebel etc. Ich schau mal, was ich da habe. Ich würde hier gerne schwarze Bremsen dran haben jetzt und weiße Hebel. Ja, die gibt es eben auch vom Promax, die sind überhaupt nicht teuer, die Dinger. Und dann ist das schon ganz nett. Ganz Nietzsche. Dann kommen noch weiße Griffe ran. Weiße Hebel, weiße Griffe, oder? Oder schwarz-weiße Griffe am besten. Na, das wär's ja. Ja, dann möchten wir mal einen kleinen Zettel machen, oder? Ein bisschen aufschreiben, Katalog gucken. Na gut. Also ich habe jetzt mal ein bisschen Bestellung gemacht. Ich glaube, das ist ganz schön teuer alles am Ende. Neue Reifen. Muss ich gleich mal gucken, so bezahlen. Ist auf alle Fälle ist es ein bisschen Geld. Bremsen und so weiter. Bremsen auf alle Fälle haben wir. Genau. Quatsch. Genau, hier ist halt schön geölt gerade. Was ich damit mache, ich gebe das Marlies zusammen mit dem Edding und sage ihr, sie soll mir ein schönes, geniales Muster aufmachen. Irgendwas schicken. Mal gucken. Na, Marlies macht das später. Ich habe auch nicht so richtig Lust. Irgendwie ist gar nicht los heute. Also, das Schlauchwechsel und das Wort, davon kann man nie leben, wa? Alright. Ich baue. Zack.
Ja, also eigentlich bin ich jetzt soweit erstmal fertig. Okay. Fängt so faszinierend den Ton, dass ich morgen erst wieder weitermache, weil ich brauche die Tretkurbel. Ich dachte, ich hätte noch eine da, aber wahrscheinlich hat es Achim verkauft oder so. Die Kurbel ist weg, die habe ich nicht mehr. Muss ich eine neue holen. Die Decken für die Laufräder, Spacer Set etc. kommt alles morgen. Sattel haben wir da, Stütze ist oben bei Marlies, die macht die noch, vielleicht können wir die noch einbauen oder so. Die Hebel, Bremshebel kommen dann auch erst morgen und dementsprechend machen wir das dann morgen weiter. Jetzt räume ich nur noch ein bisschen auf hier, ein bisschen zusammen den ganzen Kram. Ich habe ja hier unendlich viele Kisten mit Teilen. Hier Teile, da Teile, da Teile, die müssen alle verräumt werden. Und wenn ich damit fertig bin, dann ist Feierabend. Wenn das überhaupt mal reicht. Ich glaube, das ist schon echt spät. So, das ist nach 22 Uhr und ich mache Feierabend hier. Und Mutti sortiert. Das sieht aus. Ja, die Uhr nicht. Die Uhr willst du nicht, wa? Da hast du die. Mehmet. War der wieder da? Ja. Nee, ich find's auch nicht optimal, finde ich so auch nicht. Ist halt Stahlgold, ist jetzt nicht so. Nee, 350 oder? 300 hat er bezahlt, sagt er. Das erscheint mir auch, ist nicht zu viel, aber das ist. Dafür ist mir das zu viel. Das ist keine schöne Uhr. Weg. Ich wollte sagen, ich gehe jetzt erstmal hier zum Computer und guck mal, ob der Schneider bereit ist. Ah, hier fehlt diese Chip-Dings, Pumps-Karten. Slot. Schlecht. Gucken wir mal hier. Nicht zu finden. Toll. Super. Einsame Spitze. So, wie soll ich das jetzt hier lesen? Ohne das Ding? Geht ja mal ja nicht. Ja, das ist ja schlecht. Oh Mann, ey, ist das schlecht. Dann schauen wir mal, ne? Wird okay, alles klar. Liebe Leute, macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Das hat heute ein bisschen abrupt aufgehört, weil, wie gesagt, da kam noch Besuch, kam noch ein Kumpel vorbei, der nicht gefilmt werden sollte und der war bis zum Schluss jetzt da und mich ein bisschen zugelöffelt. Und ich habe auch nur aufgeräumt zum Schluss und ein bisschen und das war ein bisschen sortiert. Also, wir sehen uns. Macht es gut. Ciao, sagt der Tommy.